Hey, Ma. Oh, mein Schätzchen. Hi. Hi, wie du aussiehst. Deine Haare sind so lang. Ist gut. Andy hat ein neues Produkt entwickelt und damit geht er als Vertreter von Tür zu Tür. Von Avon? Nein. Bürsten oder sowas? Nein, das ist völlig anderes. Hast du eine Freundin? Hast du einen Freund? Bitte, sei nicht so geschmacklos. Da gab's doch mal dieses Mädchen mit dem exotischen Namen. Bethany? Dad ist gestorben, als ich 8 war. Seitdem hattest du nicht ein Date. Wenn du dir deswegen Sorgen um mich machst, kann ich dich beruhigen. Mir geht's blendend. Begleitest du mich auf meiner Geschäftsreise? Du willst mit mir quer durchs Land fahren? Ja. Nein, wir werden ja nicht lange weg sein, nur 8 Tage. Nichts wie los, Andy, ich bin so aufgeregt. Na schön, die Reise kann beginnen. Versprich mir, dass du niemals einen Anhalter mitnimmst. Ich werde niemals einen Anhalter mitnehmen. Gut, alles Vergewaltiger. Sie dürfen jetzt, wenn Sie wollen. Ja, fantastisch. Viel Glück, Schätzchen. Danke, Ma'am, schönen Tag noch. Fahren wir nach 800 Metern um Hamburg. Was machst du denn, Ma'am? Was? Bitte, ich stell dieses Ding ab. Ma, du musst hier abfahren. Was hier? Ah! Ab jetzt übernehme ich mal das Steuer. Gute Idee. Haben Sie noch Zimmer frei? Für Sie und Ihre Liebste. Meine was? Andy, die haben hier Froschohrringe. Oh, Alter, zwinkern Sie mir nicht zu, das ist meine Mutter. Sind Sie irre? Da ist ein Restaurant. Steht da Tapas? Ich liebe Tapas. Nein, da steht da nicht mal. Setz dich woanders hin. Du hattest mal einen dunkelroten Penis, als du noch klein warst. Jetzt hätte ich fast den Tisch vollgekotzt. Du würdest es mir doch sagen, wenn er wieder lila anläuft. Aus meinem Penis könnte ein Auge wachsen und ich würde es dir nicht sagen. Hi! Wenn Sie unser 2-Kilo-Steak innerhalb einer Stunde verdrücken, kriegen Sie es umsonst. Du weißt, wie ich essen kann. Los! Ist das Ihre Mutter? Diesbezüglich würde ich nicht lügen. Diese Woche ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ja! Ich wollte schon immer den Grand Canyon sehen. Ich weiß. Wie lange müssen wir den jetzt betrachten? 10 Minuten? Alles, was drunter ist, wäre respektlos. Weiß ja keiner. Ist ein Argument. Das war das letzte Mal, dass ich Ihre Tochter war. Was für ein schönes Kapitel. Mm, er schreibt großartig. Ja. Schon okay, ich habe einen Anhalter einsteigen lassen. Hi. Ich gebe Ihnen meine Nummer und wenn Sie mal in der Stadt sind, rufen Sie an. Ja, ihr zwei solltet in Kontakt bleiben.